Hi und willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genshin Impact. Ja, wir spielen mal ein bisschen weiter. Und zwar sind wir hier in dieser... Man, nicht mal mehrere Leute? Nein, habe ich meine Chance verpasst, mit denen zu reden? Nein. Weil, ja, das ist eine neue Aufnahmesession hier und ja, verdammt, sie sind alle weg. Gut, okay, warum auch nicht? Kann ich hier klettern? Das fast so aus. Nee, okay. Gut. Ja, das ist eine andere Aufnahmesession. Ich habe mir angeguckt, wie gut der Part angekommen ist. Und ja, zu meinen Erschrecken, nach nicht mal 24 Stunden und ich habe schon fast 50 Aufrufe, was für meine Verhältnisse sehr wenig ist. Von daher, ja, schon irgendwie krass. Sage ich natürlich nicht nein, aber... Trotzdem überraschend. Man kann jetzt sogar noch viel mehr erkunden, sehe ich gerade. Oh, da geht mein Bein durch. Okay. So, drücken wir auf Escape. Ich habe die Lautstärke ein ganz klein wenig runtergestellt, weil wenn die Action hier so am Abgehen ist, dann hört man mich doch ein ganz klein wenig schlecht. Und ja, Figurenübersicht. Wir haben ja in der letzten Folge hier so per Gacha einige neue Charaktere bekommen. Ember haben wir schon vorher gehabt, storymäßig. Dann haben wir noch hier die Charaktere alle. Und ja, bis ich mal herausgefunden habe, wie man seine Truppe ändern kann, ne? Hier einfach nur. Und ja, da habe ich meine Truppe so zusammengestellt. Weiß ich nicht. Die haben alle irgendwie ein anderes Element. Ich bin, glaube ich, Wind. Emma ist Feuer. Noelle ist, ich nehme an, Licht oder Erde, nehme ich an. Sie ist Blitz und... Oh, ich kann mehrere Truppen zusammenstellen. Und ja, die anderen, die waren alle Feuer. Okay, Entschuldigung. Und ja, da Ember schon Feuer ist, habe ich mir gedacht, ja, du sollst eine sehr komische Zusammensetzung hier machen mit verschiedenen Elementen. Und dann bin ich hierüber gestolpert. Und ja, anscheinend kriegt man sogar einen Bonus, wenn man verschiedene Elemente ja in der Truppe hat. Oh, gibt sogar noch mehr. Okay, wenn man zweimal Feuer hat, bekommt man was. Zweimal Wasser, zweimal Wind. Also ich kann mir auch eine Zusammensetzung aus Charakteren machen. Also zweimal Feuer und zweimal Wind zum Beispiel und dann bekomme ich auch irgendwas, ne? Aber ne, lass mal erstmal so. Das Einzige, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, bekommen die auch Erfahrungspunkte, wenn sie nicht in der Gruppe sind, weil die beiden sind jetzt gerade nicht in der Gruppe. Da sollten die auch keine Erfahrungspunkte kriegen, ne? Nehme ich an. Gut. Hier, Nachrichten. Ich habe diese Umfrage mal ausgeführt und diese Dinger ja bekommen. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber gemerkt. Das ist bestimmt für diese Gachas, ne? Da muss ich noch alles herausfinden, okay? Zeit. Okay. Cool. Ich kann die Zeit umstellen. Ja, ich kommen wir noch so ein bisschen erstmal rein, ne, bevor wir irgendwie was machen. Oder oh, ist auch für oder oh, ist nein, aber da habe ich diese Währung gesehen. Da gehen wir mal auf Gebet noch mal. Was haben wir hierfür gebraucht? Hier haben wir diese Dinger gebraucht. 10 Gebete für 8 Stück. Hierfür brauchen wir auch immer wieder herkriegen. Hierfür bauen wir auch das. Okay. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wofür die anderen Dinger sind, aber was soll's. So, die Story, weiß ich nicht. So ein Drache hat diese Stadt hier angegriffen, Mondstadt, und ja, ich sammle die Bücher natürlich alle ein, aber ich werde mir die jetzt nicht alle durchlesen, weil nicht. Ich will in diesem Part auch was schaffen, ne? Und ja, wenn ich jetzt hier den ganzen Tag sitze und irgendwas lese, dann ja. Kommen wir nicht voran. Glaub mir, ich bin so eine Person. Ich lese mir solche Sachen durch, wenn ich irgendwie Langeweile habe. Also macht euch darum keine Sorgen, dass ich mich nicht in die Lore von diesem Spiel ja beschäftigen werde oder so. Erstmal sammeln wir ja alles ein. Gibt bestimmt irgendjemand, ne? Wenn ich ja alle Bücher sammle und so, ne? What?
Ausgabe 7. Die frühesten Ausgaben zur Bibliothek haben ihren Zweck nicht vollends erfüllt. Vielleicht ich leise in der Bibliothek. Zerstöre hier keine gesammelten Werke. Rückgabedatum, bla 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 bla. Sehe ich aus, als sehe ich gebildet aus. Sehe ich aus, als sehe ich gebildet aus. Sehe ich aus, als wäre ich gebildet. So. Deutsche Sprache und so, ne? Das Spiel kommt mir immer noch sehr laut vor, aber ich habe schon 2 Stufen runtergestellt. Also müsste halt eigentlich halbwegs leiser jetzt sein. Da ist auch nur, wenn jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, was voll abgeht oder so, wenn dieser Drache zum Beispiel angegriffen hat und diesen Sturm hierher gebracht hat, das hat ein bisschen, ja, meine Stimme verschluckt, sag ich mal, aber sollte jetzt nicht mehr so übelst passieren. Hoffe ich. Wenn nicht, dann muss ich halt noch mal irgendwie unterstellen. Und ja, ich plane so, weiß ich nicht, 1 Stunde immer so aufzunehmen, wird ja wohl reichen, ne? Als ob sich jemand sowieso irgendwie den ganzen Part anschaut. Wie gesagt, 50 Aufrufe fast. Das ist schon fast schockierend. Das ist mein Standardaufrufe, meine Standardaufrufezahl besteht so, weiß ich nicht, aus 5 Aufrufen höchstens, wenn ich mal Glück habe. Deswegen könnt ihr euch meine Überraschung irgendwie erdenken. Ich war mal sehe, so was nach 1 Stunde schon, weiß nicht, 20 Aufrufe. Das geht irgendwie nicht. Und ja, aber ich bezweifle, dass die meisten irgendwie viel geguckt haben. Die meisten haben nach 5 Minuten wahrscheinlich schon abgestellt. Und ja, hi, Elon Musk, jeke Guschibussi. Wie bitte? Was? Oh, Entschuldigung, ich war noch in Gedanken. Das ist Hilly Churlish und heißt Hallo, schon gefrühstückt? Warum klingt das dann, als würdest du schimpfen? Stellt heute meine Kenntnis in Frage? Zweifel sind wohl normal. Die Forschung zur Hilly Churlish steht noch ganz am Anfang. Ich selbst bin ja auch nicht sicher, welche Semantik viele Wörter haben. Was der Forschung zur Hilly Churlish momentan am meisten fehlt, sind Untersuchungen vor Ort. Wenn man mit Hilly Churlish sprechen könnte, wären die Antworten auf einige Fragen sicher nicht mehr lange Rätsel. Aber was? Nur wenige trauen sich direkt mit Hilly Churlish in Kontakt zu treten. Wenn mir nur jemand dabei helfen könnte, meine Theorien zu bestätigen. Ja, hallo. Okay, du gibst mir halt nicht. Okay, jetzt gibt's mir. Also solche Sachen interessieren dich auch. Wenn ich welchen Ziel sollst du demnächst dieses Buch lesen? Es ist sehr interessant. Guschabiat dir auch. Oder Gesundheit, keine Ahnung. So, Aufträge, da wäre mal eine gute Idee, ja, nochmal nachzuschauen. So, hier gibt es einige Sachen. Oh. Kann ich die als Charaktere freischalten? Gemeinsamer Kerl sollst du den Tempel des Wolfs erkunden. Ah, okay. Also musst du in die Ruinen zurückgeblieben. Ach ja, wir sollen diese Ruinen suchen, genau. Das können wir doch mal machen, ne? Aber ich gehe natürlich erstmal als andere machen. So, hier komme ich nicht raus. Aber da waren ja noch einige Türen, ne? Also gut. So, da geht's raus. Gibt's hier nirgendwo irgendwie diesen Raum mit den ganzen Leuten? Ich habe verpasst, mit denen zu reden. Ah. So, und da unten ist auch übrigens die Lebensanzeige, diese 1327 oder was auch immer, das ist, glaube ich, meine Lebensanzeige, weil als ich meinen Charakter hier angeschaut habe und den seine Werte, da stand auch 1300. Also ja, das sind also die HP. Ich dachte die ganze Zeit, da wären die Erfahrungspunkte. Die hatte ich schon im letzten Part die ganze Zeit. Wo sind meine HP? Also war schon so ein bisschen verwirrend. We could start by going to Mondstadt's blacksmith. Okay, der Wind ist immer neu hier, ich wollte schon sagen. Ist eigentlich Fallschaden? Weiß ich nicht. Kiefernzapfen, okay. Oh, das Sammeln beginnt wieder geil. Ich liebe es. Und ja, Leute haben geschrieben, Spiel ist geil. Da bezweifle ich nicht eine Sekunde. Mir macht das Spiel schon unglaublich Spaß und ich habe nur 1 Stunde gespielt, also würde gern mehr sehen und länger spielen und so. Übrigens, während der Aufnahme
Hier sieht man, wenn sich was bewegt, hier immer so eine komische Linie. Ich weiß nicht, wie man das behebt. Und wenn jemand weiß, wenn ich jetzt hier den Bildschirm zum Beispiel bewege, dann müsstet ihr hier irgendwie so komische Linien die ganze Zeit sehen. Das ist nur bei PC-Aufnahmen bei mir, aber ich habe keine Ahnung, von wo die kommen. Und ich entschuldige mich dafür, dass ihr die jetzt die ganze Zeit sehen müsst. Aber ich habe keine Ahnung, wie man die behebt. Und ja, wenn mir jemand sagen könnte, woher die kommen und wie man die bearbeitet, wegmacht und so, das wäre natürlich super, aber ich weiß es nicht. Zubereitung. Stimmt, meine Charaktere haben irgendwie so, weiß ich nicht. Irgendwie konnte man das nachsehen. Details. Nö. Hier, Talente, glaube ich, ne? Weil hier haben einige Charaktere irgendwie ihre. Oh. Ja, Hingabe der Maid. Sie hatte, glaube ich, ne? Den zweifachen Ertrag. Schöpfer der perfekten Sauer ins Gericht mit defensiver Funktion mit einer Wahrscheinlichkeit. Oh, okay, da muss ich so was Bestimmtes. Und ich glaube, noch irgendjemand. Ja. Offensiver Funktion mit einer Wahrscheinlichkeit. Also, ich weiß nicht, ob sie dabei in der Truppe sein muss oder ob das schon reicht, sie zu haben oder so. Aber ist gut zu wissen. So, trifft Ember vor dem Tempel. Ja, aber sie ist doch bei mir. Möhre und Kartoffel. Gut. So, wir sollen uns hier umschauen. Was hat sie gesagt? Zur Schmiede sollen wir gehen? Guck mal, was hier alles noch ist. So. Nein. Ich will runter. Danke. Auf der Karte sieht man irgendwie was. Da ist ein Weinglas. Was ist das denn? Oh, okay. Wir sitzen. Ich will aber nicht sitzen. Was ist das hier? Da werde betreten. Cool. Erste Rast für Abenteurer normalerweise. Aber ich gehe jetzt erstmal, weiß nicht, überall anders hin. Okay, der hat ein Ausrufezeichen. Habe ich eine Quest gefunden, eine Nebenquest. Leiterin der Niederlassung der Abenteuergilde. Aber du bist so ein Typ. Drat, wenn wir nur mehr Kräfte hätten. Was ist denn? Reisner, tolles Timing. Du hast die Stürme gesehen, welche die Sturmschrecken in Mondstadt verursacht haben, oder? Der Ordo Favonius hat seine ganze Stärke mobilisiert. Die Abenteuergilde wird natürlich nicht tatenlos zusehen. Es ist in der Zeit, dass die Menschen unsere Stärke zu sehen kriegen. Die Ritter sind für die interne Sicherheit zuständig, aber diese törichten Monster außerhalb der Stadtmauern sind das Spezialgebiet der Abenteuergilde. Die erfahrenen Hände der Gilde wurden an verschiedenen Orten für Erkundung geschickt, aber ich mache mir nur um Jack Sorgen. Er wollte freiwillig zum Tempel der Tausend Winde gehen, aber wir haben seitdem nichts von ihm gehört. Ich mag seinen Geist, aber er ist manchmal so forscher und hat nicht genug Erfahrung. Ich sorge mich, dass er ihm etwas zustoßen könnte. Reisner, wenn du willst, kannst du ihm dabei helfen, zum Tempel der Tausend Winde zu gehen. Nach Jack zu suchen. Kein Problem, mache ich doch gerne. Danke, ich muss die Situation hier in der Gilde überblicken, oder ich wäre selbst gegangen. Ich zähle auf dich, die Gilde darf keine weitere junge Seele verlieren. Ah, das habe ich nur getan, um hier sitzen zu können. Nein. Aber cool, dann haben wir noch was so zu tun nebenbei, ne? Ist immer noch besser, als irgendwie ziellos durch die Gegend zu rennen, glaube ich. Hier irgendwie mal drin ist, ne? Das ist ja dieser Typ, der ist noch nicht mal ein Bartender oder so. So, kann ich die Quest überhaupt hier an der Karte sehen? Auf der Karte? Da bin ich jetzt. Sind die einfach nicht verzeichnet hier? Kann aber, glaube ich, nicht schaden, hier bei jedem Laden mal einmal vorbeizuschauen, ne? Karte M, ne? So, was ist das hier? Teleportationspunkt, okay. Was ist das hier? Autoteleportationspunkt. Abenteuergilde. Abenteuergilde. Hirschjäger. Was ist das hier überhaupt? Ursprüngliches Harz vollständig wiederhergestellt. 60 Stück ursprüngliches Harz für 50 Stück Urgestein. Bedeutet das?
desto mehr Urgestein brauchst du. Ursprüngliche Zahl. 60 Stück ursprüngliche Zahl für 50 Stück Urgestein. Als ursprüngliches Harz, ne? Okay. Was ist das? Also ich benutze jetzt das hier, um... Ich glaube, das war voll der Fehler, egal. Müssen wir schon erklären, wofür die ganzen Sachen ja auch sind, Mann. Weil das ursprüngliches Harz. Okay, Harz, da klingt, als könnte ich damit irgendwie was schmieden. Hi, Wagner. Why? Was hast du so für Waffen? Over there. Take your pick. Or if you need something else, I can make it on request. Wow, he does bespoke weaponry? Of course. I sell weapons, make them to order, and do refinements. All in the job description for a blacksmith. All you need is the ore. Anywhere, everywhere. You look confused. Listen, I'll tell you where the nearest deposits are. Ich werde ich sagen. Bring some back and I'll help you forge what you need. No need. I have other things to do. He seems like a short-tempered guy. Was it something we said? Was wird hier verkauft? Sieh dich um. Söldner 2 Ender. Ich habe eine Menge Geld, also soll ich da vielleicht mal kaufen alles, ne? Söldner 2 Ender. Ich glaube, ich habe schon bessere Sachen, aber also ich habe genug Geld, also ich kaufe da jetzt alles fertig. Von diesen komischen Pre-Order-Dingen habe ich so viele Sachen bekommen, also ja, das steht also genügend Materialien, zeig mal her. Okay. Ich will wissen, wofür man das hier braucht. Ursprüngliches Harz. Ja, wofür braucht man das? Ich habe jetzt irgendwie dieses kostbare Zeug hier, was ich die Umfrage bekommen habe, dafür verballert. Aha, was ist das da? Was ist das? Astrolabus. Oh. Stimmt, das sollte ich vielleicht auch jeden Tag machen. Ja, aus dem Fenster ein ganz... Okay, man bekommt die Dinge aber auch hier durch. Seit 6 Tage, 15 Stunden. Oh, das schaffe ich nicht mehr. Dreck. Mora, Probelauf. Was ist das hier? Was so ein Klee zum Probieren der Figur ab und erhalte diese Dinger. Verbleibende Zeit 13 Tage. Okay, dann machen wir ein andermal. Erstmal gucken. Warte mal, ich habe bestimmt Inventar irgendwo. Wo habe ich das? Ich weiß, geht ganz langsam hier voran, aber lass mich. Lass mal gucken, was ich hier alles mache, ne? Na, verballere ich wieder irgendwelche Sachen. Wo ist dieses komische Dingens, was ich gerade bekommen habe? Mir natürlich nicht angezeigt, ey. Oh, wer ist das? Boah, egal. So, wo war ich noch nicht? Beim Schmied war ich. Im Restaurant kann ich noch mal vorbeischauen. Das ist, glaube ich, immer niemand, ne? Ich kletter einfach da hoch. So. So weil hochklettern. Aber zubereiten brauche ich eigentlich nicht. Was ist das hier? Kann ich aber kaufen? Hier ist niemand. Nope. Herstellen. Oh, keine Ahnung.
Hier war irgendwo noch so ein Teleportationsding, da will ich noch haben. Kann ich das irgendwie markieren? Da muss ich, glaube ich, auch hin, ne? Nidro-Effekt betroffen. Wenn ich da Wasser berührt habe, okay. Okay, wenn du was sagst. Die Musik ist ja gerade viel zu dramatisch, finde ich. Dafür, dass ich mich hier nur so chillig umschaue. Ja, was soll's, ne? Ich meine, da müssen wir hin zu diesem roten Ding, ne? Kann ich hier rein? Nö. Lass mich mal kurz da hochklettern. Also anstatt den normalen Weg irgendwo zu gehen, ne? So, war ich hier drinne? Kam ich von hier drin? Ich glaube, ich kam von hier drin, oder? Dann war ich aber in diese Kirche noch nicht. Ja, von hier kam ich. Alles klar. Entschuldigt, okay. Es ist ein Open World Game. Ich muss erstmal die Welt hier kennenlernen, bevor ich sie öffnen kann. Habt ihr da nichts dagegen, oder? Na, dann gehen wir noch zu diesem Teleport. Und so was dieser, was aussieht wie eine Kirche oder so. Hm. Ach, da ist da oben oder was? Boah. Kann ich da hochklettern? Kann ich da hochfliegen? Kann ich bestimmt irgendwie hoch, ne? Egal. So, dann gehen wir noch mal dahin. Da liegt was. Käfernzapfen. So, und danach können wir mal wieder raus in die Welt und gucken. Otto. Sag, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Der Ritter wird sich wachsam sein. Bitte alle anderen in Zukunft den Gebäude suchen. Ach, sind jetzt alle hier drin oder was? Ja, können sich bestimmte Figuren selbst zusätzlich an den Elementar, das sollte man immer irgendwie beobachten, damit sie nicht Opfer einer Elementarreaktion wird. Ja, das mit dem Kämpfen, das weiß nicht. Sieht bisher noch relativ einfach aus. Also, was ist das? Einfach nur Licht. Okay. Eine gute Frage, wo sind die ganzen Dorfbewohner, ne? Ich dachte, die sollten hier Zuflucht sein. Dann macht normalerweise Leute, ne, in der Kirche Zuflucht suchen. Ja, wir sind jetzt aber nicht über eine andere Quest noch gestolpert, ne? Hm, was ist los? Was weißt du über Fatui? Ihr einfachen Bürger der Mondstadt könnt euch ja gar nicht vorstellen, mit welchen Angelegenheiten die Fatui so zu tun haben. Offen gesagt habe ich selbst nicht den geringsten Schimmer, was die so alles treiben. Ihr solltet aber wissen, dass die höchste Ehre ist, den Schutz der Fatui zu genießen. So. Ich mache ein Nickerchen, verschwende meine Zeit. Na, Freiheit ist halt nicht so aufregend, ne? Sagte kein Amerikaner ever. Freedom tastes like freedom. Okay, dann gehen wir mal raus in die Welt, weil weiß ich nicht. Hier drin ist schon irgendwie nichts mehr zu tun. So, ich versuche mal, ob ich da irgendwie aufs Dach komme oder so. Nein. Obwohl. Da kann ich ja echt überall hochklettern, ey. Krass. Das sind Teleport-Dingen. Cool. Komm ich doch locker hin, ey. Pass auf. Zukünftiger
Genshin Impact Pro. Soll ich wahrscheinlich noch gar nicht hin, ne? Oder irgendwie sowas. Das ist. Ich bin jetzt hier. Und hier ist eine Truhe. Siehst du, hat sich doch schon direkt gelohnt. Taschenuhr ist Abenteuers. So, wo ist dieses Teleport-Ding da? Da kann ich mir jetzt die Zeit anzeigen lassen. Das wäre cool. Also anstatt irgendwie so ein Schwert oder irgendwie sowas. Nee, nee, lieber eine Dingens, ey. Warum sollte man sich hierhin teleportieren? Luxuriöse Truppe, was ich als finde. Berserker Sanduhr. Kopftuch eines Abenteuers. Wanderarztkrug. Die Hälfte der Sachen weiß ich noch nicht mal, wo ich die brauche, aber ich hab sie. Was? Was noch eine Truhe? Hier ist keine Truhe. Da glaube ich auch nicht. Ich glaube, da ist auch keine, ne? So aus, okay. Und noch die eine Truhe. Hauen uns hoffentlich nicht den Schädel ein. Von dem Ding. Nee. Nein. Bin tot. Oh nein. Deine Gesundheit ist äußerst wichtig. Mit Finessen hergestellten Kriechten und einem Besuch in einer Statue der Sieben können die Lebenspunkte deiner Figur wiederherstellen. Okay, gut zu wissen. Da wäre meine nächste Frage nämlich gewesen. Was mache ich, wenn einer meiner Charaktere stirbt? Ja, okay, vergessen wir erstmal die. Vergessen wir erstmal die Dingens. Oh, das kostet auch Ausdauer, sehe ich gerade. Geil. Mal einmal kurz stehen bleiben und jetzt können wir wieder fliegen. Okay, dann wo ist denn hier so eine Statue nochmal? Kann ich nicht irgendwo auch eine? Ja. Weiß ich, bin jetzt schon wie lange hier am Aufnehmen? 30 Minuten? Ich habe noch nichts irgendwie verbracht. Ja. So, einmal kurz. So, hier war das, oder was? Zum Wiederbelebung an, okay. Wo ist denn hier so eine Statue zum Wiederbeleben? Sonst weiß ich nämlich nicht, wie ich dich jetzt wiederbeleben soll, Kollege. Ich habe so ein Ding, also kann ich mich irgendwie heilen? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Stimmt irgendwie. Na gut, das gibt uns wenigstens die Gelegenheit, andere Charaktere zu spielen. Erstmal, ne? Gut. Dann gehen wir mal los. Raus in die Welt und Abenteuer erleben. So. Das ist direkt wieder eine ganz andere Atmosphäre, ne? Oh, ich sehe so viele grüne Dinger oder Aquamarin blaue Dinger. Ich nehme an, das ist was Besonderes. Und in seiner AP werden aber nicht hochgeheilt. Oh, Apfel. So, Aufträge muss ich mal gucken. Weltauftrag, eine allgemeine Gegenheit. Spüre Jack auf. Was ist das hier? Abenteuer, Erfahrungspunkte, okay. Sammle 3 Brocken Eisen und... Oh, da ist aber noch weit weg.
dafür kriegen wir sehr viel mehr von diesen Dingern hier. Sollte ich vielleicht erstmal das hier machen, ne? Kann ich hier drauf klicken? Kann ich das verfolgen? Da. Machen wir erstmal das. What? Gehen aktiviert. Nein. Wie komme ich ja wieder runter? Okay, gut zu wissen. Ich kann gehen. Alles klar, gut. So, Eisen hätte ich gerne. So, Eisenerz haben wir, glaube ich, schon mal gesehen irgendwo. So. Ey. Warte mal, ich habe da so eine super. Jetzt habe ich die nicht mehr. Ja, vielleicht sollte ich auch mal den abschießen, der mich die ganze Zeit abschießt. Wo bist du? Ja, frisst das. Okay, gut zu wissen. Weil ich auch das einfach machen kann. Gott verdammt. Nein. Aber wie komme ich hier wieder runter, wenn ich... Also, okay. So. Ich muss noch mal gucken. Tut mir echt leid, aber... Wie kann ich... noch mal Hilfe gucken und so? Weil ich habe keine Ahnung, wie ich mich wiederbelebe und heile oder irgendwie sowas. Ich meine... Was ist das hier? Nein. Muss ich die Sachen hier einsetzen oder was? Warum aus aller Trümmer wieder und stellt 50 ihre Lebenspunkte wieder. Ja. Nicht funktioniert. So, wie sieht's mit dir aus? Jetzt heilt er sich. War jetzt durch den Gericht oder nicht? So, ich habe ein paar Gegner erledigt. Ich habe die Erfahrungspunkte bekommen. Nee, okay, das heißt, ich muss die Charaktere hin und her wechseln. Und ich kein Problem habe. Weißt du was? Das ist der perfekte Moment, irgendwie dich aus der Truppe rauszunehmen. Falscher Knopf. Ich lerne das hier noch alles, okay. Dann nehmen wir erstmal unsere schwächeren Charaktere alle rein. Ich werde aber meinen Hauptcharakter rauspacken können, oder? Gonna be epic. Okay. I'll bring my seasonings. Also ich stelle von Paimon. So, dann probieren wir jeden Charakter mal hier aus. Einmal. Mein Charakter ist sowieso schon Level 5 und so, also ja. Alles. Oh, da ist eine Truhe. Die Kamera hat irgendwie so aus ausgezoomt, deswegen dachte ich, hier wäre irgendwie was. Okay, sie kämpft mit einem Breitschwert, finde ich schon mal geil. Leave it all to me. Schilde, kennen Sie den Kampf? Bei zu viel Schaden, jedoch bricht der Schild irgendwann. Oh, und der Schild bleibt sogar. Okay, sie greift sehr schnell an. Ah! Lass ich mich verbrennen, du Idiot! Okay. Ah, so, gehen wir mal. Ah, off we go. Adventure time. What?
Okay, was ist das? Nun verdampfen. Trifft Pyrokraft auf Hydrokraft, entsteht die Reaktion verdampfen. Okay. Das werde ich mir nie alles merken können, deswegen werde ich das schon irgendwann so lernen, hoffentlich. Ja. Oh, it's one of those consolidated wind things. Let's head back to the statue of the Seven at Windrise and offer it to the gods. Diese Statue. You should come with me. Paimon will tell you about the rest later. It's a statue of the Seven. Let's make an offering and see if the gods respond. Ach, das sind diese Dinger, die mich wiederbeleben. Ne? Ah. Cool. Statue anbieten. Okay, alles opfern. Ausdauer um 7 Punkte erhöht. Okay, und das kann ich dann. Ich mache ich mal. Ich habe einen Ding, ne? Okay, damit kann ich mir so Staatsbonus oder so holen, nehme ich an. Oder auch nicht. Feel the blessings of the Seven? In Mondstadt, people call them animaculi. They can be fitted into the statue's eyes. Ich war irgendwie nicht den Bonus bekommen, habe ich so für Segen der Statue. Ach, damit kann ich wieder bleiben oder was? Also Herstellung, sobald du dich näherst. Und dann werden die alles verbraucht oder was? Okay, cool. Some stories say the statue's eyes originally had gems that were taken by swallows, but animaculi never had a physical form from the start. People with visions collect them to offer to the statues as blessings. Unlike others with powers, you don't have a vision. But the rules of this world don't apply to you anyway, so keep offering animaculi and maybe you'll receive more blessings. Ich unterbrochen. Wo bist du? Geheimnisvolle Seli. In Teilwald findest du vier Stellenwesen, die als Selien bezeichnet werden. Entschließt sich die in ihnen zu folgen, könntest du etwas Interessantes passieren. Ah, okay. Und ich wollte dich einfach töten. Ich Idiot. Da oben? Okay, ich folge dir mal, ne? Oh, geil. Hübsche Truhe. Ich weiß noch nicht, wofür diese Goldkelche und all sowas sind, ne? Aber was soll's. Hören wir mal sie. Teilt ihr euch eigentlich die AP? Ne, ne? So, was ist meine Mission, ehrlich? Da. Ja, will ich hin. Erst einmal. Was ist das hier? Stufe 7. Nee, nee, nee. Da halte ich mich mal fern. Das sieht irgendwie aus. Jetzt könnte ich die Truhe da looten, wenn ich die erledige oder irgendwie sowas. Lass mal. Okay. Also ich glaube, storymäßig wird hier nichts mehr passieren erstmal. Oh, muss ja nicht. Müssen wir erst mal den Jack retten. Hallo, hallo. Das ist noch so eine Statue, glaube ich. Eine Teleportstatue. Ach, sie hat so eine Glocke an. An ihrer Schleife hinten. Ich wollte schon sagen. So, blöde Frage, aber Ausdauer ist. Ach, da kann man sehen. X.
Damit kann ich mich fallen lassen. So, gehen wir mal diese. Oh Gott. Oh. Sehr cool. Dann sehe ich auch eine Truhe. Einfach alles erstmal einsammeln. Ich habe ja gerade wieder so ein fliegendes Ding gesehen. Oder war das? Nee. Okay. Hier muss ich irgendwas erledigen, ne? Eine Truhe habe ich gerade schon gesehen. Er teilt euch eure Ausdauer. Perfekt. Ich aber nicht hoch, glaube ich, obwohl sie auch gar nicht. Nein, naja, cool. Sind diese Dinge eigentlich wie spawnen, die Thronen und so? Nee, ne, also einfache bestimmt, ne? Aber gibt es schon noch einige, die sind Stufe 5. Will ich mich mit der anlegen? Ich glaube nicht. Von Kühe-Effekten betroffen. Wird ein Wesen von Kühe-Angriffen betroffen, wird es von Kühe-Effekten getroffen. Und kann eine Elementarreaktion ausgelöst werden. Ja, Feuer zum Beispiel, ne? Ah! So hat Gefühl, ich sollte ja noch nicht sein. Gegner sind stark. Alter, er schießt von da hinten auf mich. Oh Gott. Ist das meine Mission hier? Diese Gegner sind Level 9, hallo? Ich habe gedacht, das ist einfacher, weil die Level hier nicht so schwierig sind. Weil die Belohnungen nicht so geil gewesen sind. Wird da irgendwo angezeigt, Level? Und dann gehen wir erstmal dahin. Keine Ahnung. Wenn ihr das unbedingt wollt. Ist mir den ganzen Weg umsonst hingelaufen. Aua. Ist wieder so ein krasses Viech, neues Monster, großer Kyroschlein, ein Schirm, der sich mit gefrorener Kyro, du könntest ja mit Pyro oder anderen angriffen. Wer war noch mal Pyro? Du einfach, versuchen wir mal. Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir alle sterben. Oh Gott. Pass auf, der gibt mir jetzt einen Schlag und ich bin weg. Okay, das war doch einfacher als gedacht. So, gefroren. Gefroren. Ja, das merke ich mir jetzt nicht alles, okay. Werde ich mir schon irgendwie selber zusammenreimen können irgendwann, hoffentlich. Wo muss ich hin? Da. Lass mich jetzt diese ablenken, irgendwie habe ich so gefühlt. Ah! Oh, Erz. Da krieg ich doch bestimmt Erz, ja, ne? Gut. Gehen wir noch mal zurück. Haben wir wenigstens eine Quest erledigt hier. Ich habe bestimmt Erfahrungspunkte und Geld und so. Ruhm und Ehre. Wir nähern uns mit langsamen Schritten in die Welt von Genshin Impact, okay? Wo bist du denn? Komm her. Aua! Boah. Diese blöde Sau. Wortwörtlich. Ich dachte, die heilt sich, wenn sie ausgetauscht werden. Automatisch. Ja, das ist wie eine krasse Maid, ne? Also eine Rüstungsmaid. Hat sie noch so eine dicke Waffe hier.
Das ist ein Teleport-Ding, ne? Okay. Ich hätte auch teleportieren können eigentlich, ne? Egal. So. Oh, ich sehe gerade, da ist so ein ganz kleines... Sieht dabei aus, da ist so ein ganz kleiner weißer Strich an der Spitze. Ich wahrscheinlich hier einen Ausdauer jetzt mehr ab, ne? Also 7. So. Ich bringe dir eine Opfergabe in Form von Eisen. What do you want? Du hast Eisen gesammelt. Oh, yes. I'd forgotten about that. Das war doch vor 20 Minuten wahrscheinlich. These are okay, I guess. Should be able to salvage something. Minderwertiges Schmiedeerz. Also kann ich eigentlich nur Erz verarbeiten oder was? Ich dachte, ich kann aus der Waffe machen. If you ever find ore in the future, you can always come and see me. Ideally when I'm not busy. Scheint nicht besonders guter Laune zu sein. Blacksmith's work takes focus and concentration. It does not take small talk with customers. When the craft is good, business is good. That's all there is to this trade, and anyone who tells you different is trying to con you. Now, if there's nothing else, I'll carry on with my work. Ah, er liebt seinen Job. Committed to his work, Paimon will give him that. His temper isn't great, but leave it to him and he'll be able to forge what you need. Okay. Habe ich eine Belohnung dafür bekommen? So, außer die Dingens hier. Jetzt gehen wir in diesen Windtempel oder was auch immer das hin. Wir war wenigstens noch etwas schaffen, vielleicht in einer halben Stunde oder so. Ich habe den gar nicht aktiviert, den Auftrag. Na gut, was am nächsten? Also muss er der einfachste sein, ne? Logische Schlussfolgerung. Das arme Tier. Jetzt hat er keine Chance gegen den Mensch. Hi, Amber. Wurde ein bisschen gesidetrackt. Oh. This is it. One of the deserted temples of the Four Winds. Alter. These temples have been left to waste for years now. The people of Mondstadt almost never come here. There's a chance there's a monster nest or Hillitrol camp inside. Even Storm Terror has given up on its own temple. Selbst Sturmschrecken. Du meinst Sturmschrecken? Was? Für ihn hatte man einen Tempel errichtet? Yes. I also find it hard to accept, but Storm Terror was once one of the Four Winds. Huh? Wait. Did you just feel that? The wind here. Something's off. Ja, irgendwie ist es gerade dunkler Let's geworden. Go in and take a look. Be careful. The dragon's power is disturbing this area. Okay. Everyone in Mondstadt is still getting blown about by the storm. Every second we waste is a mark against the name of Favonius. Let's get in that temple. Oops. Tempel des Falken. Da stand ich nicht schon direkt davor irgendwann mal und oh Gott. Dann haben die gesagt, oh, das war das, ne? Herausforderung als Einzelspieler, ja. Wir sind Level... Schaffen wir das so? Ja, ne, komm. Was kann schon Schlimmes passieren? Oh, wir werden alle sterben. Was? Aber die sind alle Level 1, okay? Die müssen hochgelevelt werden, versteht ihr das? Zum Probieren. Okay.
Aber sie ist schon Stufe 1. Aber ist eigentlich gut, ne? You can use that console to open the door. Dann haben wir wenigstens einen Charakter, der ein bisschen höher gelevelt ist. Für den Fall der Fälle. Sah ein bisschen klein aus von draußen. Sah ein ganz klein bisschen klein aus von beiden. Emma hat die Fähigkeit, einen gezielten Schuss abzufeuern. Beim Ziehen konzentriert sie ihre Kraft, was dem Feind nach voller Aufladung die Pyrokraft verleiht. Das ist ein brennbare Ding mit der Umgehung mit Tipp von Pyrofähigkeiten in Flammen. Also kann man schon irgendwie aufpassen, welchen Charakter man hier mitnimmt oder was? Es streuen das Gedanken. Soll vielleicht mal diese Dinger ja ausrüsten, ne? Haben wir bestimmt schon einige. Ja, guck mal. Und er schon hier alles hat, ey. Ach, diese Dinger sind das. Dann wird die maximal LP um 1000. Stellt nach Öffnen jeglicher Truhe 5. Okay. Ah, okay, die sind alle so ein Set. Und wenn man die alle ausrüstet, ne, dann. Und ist das hier? Ist das auch Wander? Ja, hat doch jetzt 4 ausgerüstet davon. Wanderarzttuch. Abenteurer. Ne, jetzt wird auch was anderes. Wanderarzt. Okay, ja, okay, jetzt verstehe ich. Ist okay. Set mit 2 Teilen, Set mit 4 Teilen. Okay, Goldkelch des Abenteurers. Taschenuhr des Abenteurers, Abenteuer Schwanzfeder. Also er hat jetzt Abenteuer. Also hat er jetzt mehr AP, ne? 2000 AP jetzt, ey. Ja, voll krass. Warte mal, ich mach unser Markt mal hier mit Wanderarzt. Wanderarzttuch, ja, okay. Wanderarzt. Discord, ich habe Discord abgestellt. Warum höre ich jetzt schon wieder Sounds davon? Oh, das ist Berserker. KT nehme ich mal als kritische Treffer. So kann man jeden Charakter so bauen irgendwie, ne? Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, sie wäre ein guter Berserker, obwohl sie mit der Lanze kämpft und so. Okay, man kann sich also Sets herstellen, das ist gut. So. Mein Gott, er hat viel AP, ey. Jetzt mal, wenn er eine Schatztruhe öffnet, kriegt er mehr AP zurück. Was gar nicht mal schlecht ist, weil er hat schon einige AP verloren. Du hast ja auch Feuerangriffe, ne? Also. Cool. Toll, der Wiedergeburt aktiviert. Wende den Elementarblick um die elementare Beschaffenheit der Dinge in deiner Umgebung mit unterschiedlichen Farben zu sehen. Grün steht für Dendro-Effekte, anfällig für Pyro-Effekte. Monster mit Holzschild gehören zur Dendro-Kategorie, die du mit deinem Pyro-Effekt schutzlos dastehen lassen kannst. Was ist das hier? Wenn ich ja wiederbelebe, bin ich freck oder was? Weißt du was hier? Ups, da stand noch was. Ich bin immer noch hier. Ups. Ich habe 2000 AP.
Bob. Ich kämpfe gerade mit einem anderen Charakter, also. Ich weiß nicht, was du hier gerade vorhattest, aber ging schon. Ich glaube, ich hätte noch nicht diese ganzen Charaktere irgendwie freischalten müssen, ne? Richtig mit deiner Umgebung hier. Ganz ja richtig deine Umgebung hier alles mit interagieren. Aber läuft ja schon so, ne? So, für da kann ich hoch. Auf das zu sagen. Okay, ich habe sogar für da oben kann man hoch, aber irgendwie komme ich jetzt nicht dahin. Okay, sie hat auch ihr Dinger aktiviert. Are those explosive barrels over there? Well, one shot should be able to blow them up. Boom. Okay, das hat nichts gemacht. Das glaube ich auch Feuer, oder? Ja, cool. So habe ich so viele Feuercharaktere, ne? Ich soll vielleicht mal gedrückt halten, ne? Verschiedene Fähigkeiten, ne? Ob man gedrückt hält oder nicht. Irgendwie gibt es auch, glaube ich, Sprungangriffe, ne? Habe ich irgendwie gesehen bei jedem Charakter, wenn man irgendwie hier deren Talente oder so nachschaut. Irgendwie sowas. Schon gedacht. Ja, Luftströmung. Ja, aber ich will jetzt zurück erstmal. Haha, ist das meine an. Ich alles finde, ne? Das streuen das Gedanken. Ich weiß noch nicht, was das ist, aber ja. Ist hier irgendwie noch was? Da ist das, wo ich hin wollte, ne? Aber hier ist nichts. Nö, schade. Oh, ich dachte, meine Erkundung wird sich ja auszahlen. Na gut, weiter. Den Tempel werden wir ja noch schaffen, ja, ne? Oh gut. Dragon's breath. Is that where the power is coming from? Great. Let's smash it. What? Okay. Phew, I'm tired. But at least this way we've helped Jean out. In the past, we were at least able to defend the city and keep it safe. This, of course, is mostly thanks to Jean. But now with Storm Terror directly attacking the city itself, the winds change. So too should our tactics. Hmm. Ist das von dir? It's what Lisa likes to say.
Speaking of which, the four winds we were discussing earlier? If you want to learn more about our history, you can ask Lisa. I'm not saying I don't know our history, it's just... I mean, a librarian is supposed to be more knowledgeable than an outrider, right? Sucks. Herausforderung bestanden. Oh. Also das sind sozusagen so, weiß ich nicht, so Dungeons, die man wiederholen kann, immer wieder, ne? Jetzt mal an 900 Sekunden, hallo? Das ist aber eine ganze Menge Zeit. Ne, kann man ruhig schon gehen, glaube ich. Dürfte schon okay sein. Ich habe das alles schon gemeistert hier, ne? Ja, okay. Nehme ich jetzt mal an, ne? Mhm. Okay, cool. Aber oh, wir sind hochgelevelt, cool. Oh, guck mal, das Wetter ist wieder schöner. Das ist doch schön. Na, müssen wir jetzt mit den anderen Tempel ja alle machen, ne? Hm. Kann ich auch irgendwie was markieren? Nö. Da lief gerade irgendjemand da. Hi, na. Ich bin auf Patrouille. Kann ich dir irgendwie helfen? Über diese Patrouillen. Bis jetzt habe ich einige Hillichschuss und Schleime beseitigt, aber es gibt immer mehr von ihnen. Sie sind in letzter Zeit häufig aufgetaucht. Ich kann es ihnen nicht glauben, aber nach Mondstadt zu kommen, mein lieber Glory ist. Nein, das ist nicht. Danke, dass du mir zugehört hast. Sichere Reise. Hier hast du ein bisschen von der Erfahrung, die ich in der Wildnis gesammelt habe. Ich hoffe, sie wird dir von Nutzen sein. Okay, sind diese Streuner Gedanken das wortwörtlich so Dinger, die irgendwie mehr Erfahrungspunkte geben oder so? Oh, wow. Where did that come from? Sieht fast so aus, ne? Damit kann ich mich voll hochleveln, oder was? Benny's Adventure Team, assemble! Oh. Okay, da kann ich meine Charaktere so weiß nicht. Also wir gucken eigentlich einfach gleich mal zu den Level-Anforderungen. Das nächste Ding hat, dann nehmen wir jeden Jahr entsprechend hoch, ne? Ja, kann ich meinen Charakter ja schon voll übelst mächtig machen, ne? Ich hab mir halt so gefällt. Die habe ich noch gar nicht gespielt, merke ich gerade. Okay. Mal mit dir rum. Ich höre schon wieder so Musik. Wenn ich jetzt mal wüsste, wo... Hm. Da müssen wir sowieso hin. So in der Richtung. Also gehen wir mal da lang. So, die ist Elektro, ne? Ne? Okay, ist ein Block. Was ist das für eine Kampfmusik, ey? Okay. Ja, ist relativ chillig hier gerade. Nicht viel Aufregendes passiert, finde ich jetzt, aber muss ja nicht. Wenn mehr Aufregung im letzten Part. Stufe 9. So, bring mich zum Schatz. Führe mich bitte nicht zu Gegnern oder so, das wäre richtig doll. Ist das auch, muss ich da durchfliegen oder irgendwie sowas?
soll bestimmt drauf landen. Ne, pass auf. Aha. Diese Dinger sind halt hier zum keine Ahnung. Glorious Pflanzenkundler. Toll, ich hatte seit Ewigkeiten keinen tierischen Kontakt mehr. Kannst du mal ein paar Pflanzen verkaufen? Natürlich, im Gegensatz zu Buna Verflora verkaufen wir alle Pflanzen, die wir diskriminieren nicht. Brauche ich dich, glaube ich. Weiß nicht, ob ich das brauche, aber tierischen Kontakt. Mein Name ist Chloris. Ich bin die beste Botanikerin im Mondstaat. Was ist mit deiner Familie? Nö. Kennst du Flora? Nö. Sie verwandt mit Fauna. Die Gegner, die werden ja so schnell stark, habe ich so ein Gefühl. Ah, wo ist eine andere da? So Level 9 werde ich ja wohl auch schaffen, oder? Das ist eine Truhe. Was ist das? Jack, folgen wir ihnen. Ach, ich bin hier in die Quest. Boah. Leute. Ich wollte eigentlich die andere Quest hier verfolgen. Hey, jetzt hat er mich schon wieder in die andere hier gepackt. Verkackt nochmal. Kann ich mich denn so stark verirren? Ich verstehe das nicht. Was ist das? Stufe 13, geh weg. Die aber nicht so schnell aggressiv werden, die Gegner, ne? Oh Gott. Was war das? Das dicke Ding hat mich gesehen, ne? Oh Gott, da komme ich nicht hoch. Na gut. Ich guck mal, ob ich diese Quest abschließen kann, ohne irgendwie, dass ich hier durch eine Dungeon muss mit Level 20 Gegnern oder so. Und dann gucken wir mal. Oh, das sieht schlecht aus. Nein. No. Die Sammlung kann während eines Kampfes nicht ausgeführt werden. Verpisst euch! You've arrived. Come closer. Can you smell that? Nein. Something must have happened in the temple. I imagine there will be slimes, hilly churls, and whatever is giving Storm Terror extra power. Oh yes. It is going to be lively in there indeed. Nichts weiter als ein paar Störenfriede. Oh, you're quite the brave one, aren't you? Yes. It's a pity that the Temple of the Wolf has been disturbed by such an atrocity. Let's head in. No one makes offerings to the four winds anymore. Yet the old winds never vanish. We need to clear out the temples for the four winds. Welches Level brauche ich hierfür? Das ist auch voll schillig. Entschuldige ich mich mal hierfür, meine Charaktere mal ein bisschen hochzuleveln. Benny's Adventure Team, assemble! So, jeder von euch wird jetzt auf Level 5 hochgelevelt. Wollt ihr nicht. Ich glaube, das reicht aber nicht. So. Oh, du bist schon Level 5. Hast du auch Erfahrungspunkte bekommen? Okay. Ja, voll einfach, diese Dinger hier zu benutzen. Oh, oh, perfekt. Da kann ich ja schon locker auf Level 20 alle bringen, ey. Können wir euch solche Sheet-Sachen hier geben? Beschleunigt aber eigentlich nur die Sache hier. Nicht so tragisch, finde ich. So unglaublich schwer sieht das Spiel jetzt erstmal auch noch nicht aus. So, jetzt tun wir unser
Team mal aufstellen. Du kommst rein. Just what will we come across this time? Dann kommst du rein. At the ready. Und das ist unser ursprüngliches Team, was wir am Anfang hatten. Ja, machen wir. So, sie hat mal nicht gespielt, deswegen spielen wir mal mit ihr. Ist das? Aua! Was? Warte. Noch brauche ich Wasser. Na, nicht. Ja, den Tempel machen wir auch noch mal. Dann können wir ja weitermachen. Tief im Tempel des Wolfs. Na komm. Wird schon klappen. Ist alles nur so Tutorial, habe ich so ein Gefühl. Von daher warte ich jetzt nicht aller krassesten Sachen. Kann ich dich hier probieren? Let me show you how the Knights of Favonius conquer our adversaries. Okay. Zum Probieren. Dodge this. Oh, er ist Eis. Hatten wir auch noch nicht hier. Tor der Wiedergeburt aktiviert. Hmm. If I'm not mistaken, the end of the temple should be up there. Wait. How do you know? Experience. The kind of experience you get after years of dealing with things like this for others. I bet, das habe ich da schon gesagt. Monster in genügend nassen Umgebungen werden nass. Kühlfähigkeiten kannst du aus Wasser einfrieren und solche Monster besiegen. Cool. Na, kommt mal her. Ah, oh, das ist cool. Und nein, das Wortspiel war jetzt nicht geplant. Stay cool, friend. Traveler, unless I'm mistaken, you don't seem to have a vision. So how exactly is it that you're able to channel elemental energy? It was a very strange phenomenon. Something strange happened. Ich glaube, da war eine Anspielung an irgendwas, aber ich weiß nicht mehr was. Phenomenon. Ich kann es sogar ausmachen, geil. Das ist ja so ein Tor, ne? Ja, da habe ich mir schon gedacht. Freeze. Okay. Oder muss ich dich einfrieren? Cool. Da ist echt noch nicht gedacht, dass man mehrere Charaktere hat. Der Strom. Ja, Wasser leitet nämlich Elektrizität. Oh, jetzt weiß ich, dass sie Blitze macht. Okay. Okay, cool. Ah, finally, we're here. Seems the path ends here. Let's use the wind currents to fly up. Oh Gott. Ah, gibt's hier wieder irgendwelche Geheimnisse oder so? Irgendwas Schönes zum Naschen und zum Spielen? Nein, okay, dann gehe ich weiter. Oh, hallo. Na, wer bist du denn?
Dunkelblauen Stein in der Mitte des Raumes ist ein Hydrobernstein. Zerstörst du ihn, beginnt es zu regnen, was alles in der Umgebung nass macht. Cool. Water. We can use this to put out fire. Aha. Good idea. That's some keen observation. We should get Jean to give you a title and make you a knight. Sarkasmus. Oder was? Oh, so sorry. Wer? Boom. Au, Gott. Reaktion überladen. Ja, diese Dinger werde ich mir noch alle, weil nicht angucken, irgendwann ausprobieren. Wertvolle Truhe. What's the hurry? Aber diese Erfahrungsdinger bekommt man so oder so in Massen, also bin ich mir jetzt nicht so schlecht, die benutzt zu haben. Ich meine, es ist vielleicht gedacht, dass man am Anfang jetzt noch einen Charakter hat, ne? Von daher, wenn ich sie jetzt alle auf den Hauptcharakter benutzt hätte, dann wäre ich ja noch stärker geworden. Ich war schon im Sprung drin, aber du musstest ja dazwischen kommen, ne? Ich wollte eigentlich fliegen darüber. Did you know? Storm Terror was once one of the four winds. I'm not aware of the exact details. If you're interested, you can ask the acting Grand Master about it. So. Is that the thing that Storm Terror is using to gain its power? Seems probable. Let's deal with it. Einfach kaputt machen. Bravo. What a performance. You are, alles gemacht. To my surprise, a well-trained knight. The battles you just fought were sights to behold. Ja, so übertreibst du mal nicht. I see you already have the knightly virtue of modesty. Stories of your heroic deeds to save Mondstadt from destruction shall be known throughout the City of Freedom, well into the future. Please do visit me at our headquarters when you have the time. I also know a lovely tavern, if that's more your thing. Okay. Quite rewarding, no? We've seized another temple from Storm Terror's grasp. I can take care of the rest here. You go take care of other things while I'm at it. See you later then, bye-bye! There's no way Hilly Churls organized an ambush like this themselves. Not with their limited mental capacity. Thus, you were behind this. Okay. Knights of Aphonius. Always so inefficient. Agree to disagree, but your involvement in this just made things a whole lot more interesting. Ich dachte erst, er wäre böse. Okay. Sonst könnte ich den ja nicht spielen, ne? Oder? Ich schalte den ja, glaube ich, jetzt frei, ne? Irgendwie so weit stand heute da, glaube ich. Reiseschwert. Wir brauchen Erfahrungspunkte. Ich hoffe, das Spiel wird noch ein bisschen schwerer. Wisst ihr, es hat eine Lachnummer. Wie einfach das hier gerade ist, aber bin wahrscheinlich zu ungeduldig oder ich habe zu viel Erwartungen. So, ich muss sogar so nach Mondstadt zurück, ne? So, dann gehe ich jetzt mal da zurück und dann beenden wir hier den Part, weil ich habe, glaube ich, 1,5 Stunden aufgenommen. Das reicht ja wohl, ne? Ich glaube, so in dem Maß wird das, glaube ich, immer hier so aufgenommen, ne? 1,5 Stunden, das wird ja wohl reichen, ne?
guckt sowieso noch 5 Minuten davon und ja. Ja, ich glaube so ausrüstungsmäßig und so, da tue ich alles ja so offscreen machen, weil also nicht immer wieder zu sehen, mich hier eine Figuren umrüste und also was mir Gedanken mache, das wird glaube ich ein bisschen doof sein, ne? Deswegen ja. Oh, guck mal, er ist sogar jetzt bei uns. Cool. Na gut, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal helfen, weiter zu wachsen. Und ja, wir sehen uns dann. Ciao, ciao.